Mein Name ist Mommel Petersen. Ich bin Leiter der Einheit BIM und Digitalisierung bei der Hamburg Port Authority und habe bei der HPA gemeinsam mit meinem Team die Aufgabe, möglichst flächendeckend die Methode Building Information Modeling bei der HPA zu implementieren im Programm von BIM Hamburg, was heute Herr Scholz kurz angekündigt hat. Übernehme ich die Leitung des Projekts Anwendungsfälle und bin dementsprechend auch erster Ansprechpartner gegenüber dem Bund für unser Team bei BIM Hamburg, wenn es um Anwendungsfälle geht. Ich teile einmal meinen Bildschirm und bitte einmal gleich um eine ganz kurze Rückmeldung, wenn man die Präsentation sehen kann. Ja, sie. Wunderbar. So, dann freue ich mich, dass wir Ihnen heute einen kurzen Einblick geben können zu den Rahmendokumenten, Steckbriefe der Anwendungsfälle und dem Rahmendokument Datenmanagement. Wie heute im ersten Block berichtet, wurden ja im Kontext des BIM Masterplans im ersten Schritt für die Musterrichtlinie 7 Rahmendokumente entwickelt. Die wurden intensiv von BIM Deutschland und BIM Hamburg ausgearbeitet. Je nachdem, um welche Rahmendokumente es hier geht, war mal BIM Deutschland oder mal BIM Hamburg im Lead bei den Rahmendokumenten Steckbriefe der Anwendungsfälle, als auch beim Rahmendokument Datenmanagement war BIM Hamburg federführend in der Ausarbeitung verantwortlich. Und dementsprechend haben wir heute die Freude, diese beiden Rahmendokumente vorstellen zu können. Ich freue mich sehr, dass heute wir zu viert auftreten, da dann sowohl die Autoren mit dem Background fürs Datenmanagement als auch die Autoren mit dem Background der Anwendungsfälle hier sein können. Es können leider aufgrund der Vielzahl der Akteure nicht alle teilnehmen, aber ich freue mich, dass wir trotzdem ein gutes Team zusammenbekommen haben. Man darf nicht vergessen, dass diese Dokumente von BIM Deutschland und BIM Hamburg gemeinsam ausgearbeitet worden, aber gleichzeitig auch durchs Review der Auftragsverwaltung der Länder gegangen sind und auch dort das Feedback eingesammelt wurde. Für heute, für diesen Termin, wollen wir erreichen, dass wir Ihnen einen Einblick in die Rahmendokumente geben und Ihnen den Einstieg in die Dokumente, wenn Sie sie sichten, erleichtern. In den 15 bis 20 Minuten können wir das leider nur perspektivisch anreißen und gewisse Kerninhalte hervorheben. Grundsätzlich aber, glaube ich, die Intensität dieser Dokumente muss dann jeder von Ihnen dann auch nochmal separat selbst für sich dann einsehen. Kommen wir zum Rahmendokument Steckbriefe der Anwendungsfälle. Was sind eigentlich die Inhalte, die jetzt eben zu diesem konsolidierten Werk des Rahmendokuments Steckbriefe der Anwendungsfälle geführt haben? Grundsätzlich auf dem Markt bekannt wird wahrscheinlich ein Großteil von Ihnen sein, die Dokumente von BIM for Infra, explizit die Handreichung 6, auf denen wir federführend aufgebaut haben, die federführend die Inhalte für Steckbriefe von Anwendungsfällen geliefert haben. Soll nicht heißen, dass zu diesem Zeitpunkt, wo wir gestartet haben, BIM for Infra die einzigen Akteure waren, die Inhalte geliefert haben. Zu nennen ist ebenfalls beispielsweise eine Degis, eine Deutsche Bahn oder halt zum Beispiel das Karlsruhe Institute of Technology. Nichtsdestotrotz, aber federführend maßgeblich eingeflossen sind halt eben diese Unterlagen von BIM for Infra. Deswegen erkennt man, hat man auch hoffentlich einen erhöhten Wiedererkennungswert, wenn man oder das Rahmendokument Anwendungsfälle betrachtet. Und wir bei BIM Hamburg haben auf Basis dieser Handreichung unser Best Practice aus unseren Pilotprojekten evaluiert und eben auf Basis dieser Handreichung mit einfließen lassen und halt geguckt, okay, sind die Inhalte noch aktuell, wo müssen wir eigentlich noch was drehen, passt das Ganze soweit noch und haben daraus halt eben dieses Rahmendokument entwickelt. Damit Sie einen einfachen Einstieg in dieses Dokument haben, haben Sie immer verschiedene Kurzabschnitte, die Ihnen den Einstieg in das Dokument erleichtern. Zum einen immer als erstes Kapitel Überblick der Rahmendokumente. Was gibt es sonst noch für Rahmendokumente? Wie ist diese Musterrichtlinie aufgebaut? Und in welchem Kontext steht zu diesem Rahmendokument, zu dieser Musterrichtlinie eigentlich das jeweilige Rahmendokument, das Sie gerade lesen? Dann gibt es immer eine Art Management Summary als Kurzdarstellung. Worum geht es eigentlich bei dem jeweiligen Rahmendokument? Sie haben auf jeden Fall den Bezug zu weiteren Unterlagen, eben halt nicht nur den Unterlagen der Musterrichtlinie, sondern eben auch grundsätzlich zum Beispiel bei diesem Rahmendokument der Steckbriefe der Anwendungsfälle, nämlich dem Zusammenhang zu den BIM4-Infra-Handreichungen beispielsweise. Und darüber hinaus ein Eindruck, okay, wie ist eigentlich dieses gesamte Dokument aufgebaut und welche Inhalte erwarten Sie eigentlich? Da möchte ich jetzt auch näher drauf eingehen. Was ist eigentlich Kern des Dokuments, des Rahmendokuments der Steckbriefe der Anwendungsfälle? Ich würde behaupten, Kern ist diese Pyramide, die Sie eben auch mal kurz haben sehen können bei der Vorstellung von Herrn Scholz. Und da möchte ich auch gerne direkt ansetzen und direkt weiter ins Detail gehen. Und zwar ist es so, wenn Sie sich Steckbriefe anschauen, dann würde ich behaupten, dass eben ein Steckbrief immer
fern einer Anwendungsfallbeschreibung sind. Der Begriff Steckbrief ist, glaube ich, inzwischen verhältnismäßig gesetzt und sehr bekannt. Und jetzt ist die Frage aber, okay, dieser Steckbrief hat dadurch gleichzeitig einen Vor- und Nachteil. Der Vorteil ist, dass ein Steckbrief immer einen allgemeingültigen, schnellen Einblick in einen Anwendungsfall gibt, in eben eine Anwendungsfallbeschreibung. Man schnell sortieren kann, worum geht es eigentlich bei dem Anwendungsfall. Der Nachteil wiederum, wenn ich jetzt wirklich einen Steckbrief betrachte, ist, dass natürlich ein Steckbrief immer nur wirklich explizit versucht, diese übergeordnete Ebene zu fokussieren und dementsprechend halt auch die Inhalte nicht detailliert betrachtet, sondern eben diesen Überblick gibt. Und deswegen haben wir bei der Ausarbeitung dieser Anwendungsfallbeschreibung halt ein eigenes Konstrukt entwickelt, um halt eben eine Kaskadierung vornehmen zu können, je nachdem, um welche Detaillierung wir halt eben diesen Anwendungsfall betrachten wollen. Und dementsprechend haben wir verschiedene Ebenen. In dieser Pyramide sind es drei Ebenen, nämlich einmal die oberste Ebene des Steckbriefs, der halt eben Ausgangsbasis ist für die gesamte Anwendungsfallbeschreibung. Dann darauf basierend die nächste Ebene, die Umsetzungsdetails, die bestehen sind aus einer Umsetzungsempfehlung und einem Prozessdiagramm. Und dann als nächste Ebene nochmal als Zusatzmaterialien mit Inhalten aus Lessons Learned und aus den Schulungsmaterialien. Und was das genau bedeutet, da möchte ich gerne Ihnen jetzt einen kleinen Eindruck geben. Gehen wir näher auf den Steckbrief ein. Allgemeingültiger Überflug. Sprich, wir versuchen kurz mit wenig Seiten zu zeigen, worum geht es eigentlich bei dem Anwendungsfall. In welchen Leistungsphasen kommt der Anwendungsfall zum Tragen? Was ist die Definition? Nochmal wirklich geguckt, okay, nach BIM4Infra, wie war es definiert? Was gibt es sonst für Definitionen? Entsprechend unserer Erfahrung würden wir vielleicht diese Definition nochmal schärfen. Dementsprechend auch nochmal wirklich dieses Thema Definition explizit hervorgehoben in Orange. Und dann weitere Kapitel, um halt wirklich einen schnellen Eindruck zu geben, was ist der Nutzen, was sind die Voraussetzungen, welche Umsetzung haben wir und welche Daten haben wir als Input und Output. Und was wir auch bei den Handreichungen vom BIM4Infra charmant fanden, war halt wirklich diesen Eindruck von Projekt- und Praxisbeispielen. Nur sollen es halt eben möglichst nicht einfach nur Bilder sein von irgendwelchen Projekten, sondern auch beschrieben, mit welchem Bezug, was wurde genau gemacht, welches Projekt, welche Daten wurden im Idealfall dort verwendet, was kann man eben genau sehen. Dementsprechend Bezug zu konkreten Projekt- und Praxisbeispielen. Dann gehen wir eine Ebene tiefer in die Umsetzungsdetails. Und in der Umsetzungsempfehlung ist es halt wirklich so, dass wir dort von verschiedenen Ausprägungstiefen auch wirklich sprechen. Es ist auch angedacht, mit dem BIM-Masterplan verschiedene Tiefen zu untersuchen und eben jetzt wirklich für diese erste Ebene eine erste Umsetzungsempfehlung für die Stufe 1 ausgearbeitet haben und halt explizit diese Schritte der Umsetzung des Steckbriefs aufgenommen haben und man gesagt haben, okay, was heißt denn das jetzt eigentlich? Was wird halt eben in den jeweiligen Schritten gemacht? Oder wie halt eben hier bei dem Anwendungsfall Planungsvarianten, Schritt 4, was heißt denn eigentlich modellunterstützte Variantenanalyse? Was kommt damit einher? Eben dass Modelle für eine Variantenanalyse verwendet werden, aber eben natürlich auch, wie bekannt, eine Bewertungsmatrix erfolgen muss und man auf Basis der Informationen, die im Modell sind, in Kombination mit der Bewertungsmatrix, möglichst zur Vorzugsvariante zu kommen. Zu den Umsetzungsdetails gehört aber eben halt nicht nur die Umsetzungsempfehlung, sondern darüber hinaus auch das Prozessdiagramm. Dementsprechend ist halt die Frage, okay, wir haben die wesentlichen Schritte entsprechend des Steckbriefs und der Umsetzungsempfehlungen erkannt. Welche konkreten BIM-Rollen sind denn jetzt eigentlich wie für welchen Umsetzungsschritt maßgeblich verantwortlich? Dementsprechend die vier Rollen aus BIM-Management, aus BIM-Manager, aus BIM-Gesamtkoordination, aus BIM-Koordination und BIM-Autor betrachtet und dort halt eben genau betrachtet, okay, wer ist jetzt für welchen Schritt explizit wie in Verantwortung und vor allem darüber hinaus, wie erfolgt eigentlich der Informationsbezug auf Basis der Common Data Environment, die heute Morgen auch bereits Thema war. Wann habe ich dort eine Push- und Pull-Beziehung? Wann werden AIA und BAP aus einer CDE verwendet? Wann muss ich wieder beispielsweise Dokumente und Pläne wieder zurückspielen? Und dann haben wir darüber hinaus das Thema der Lessons Learned im Kontext der Zusatzmaterialien. Und das Schöne bei diesen Lessons Learned ist, weshalb wir auch uns sehr freuen, dass dieses Dokument zustande gekommen ist, ist, dass wir eine Abfrage gemacht haben, auch innerhalb der einzelnen Länder und auch wirklich mal gefragt haben, okay, welche Erfahrungen wurden denn jetzt eigentlich gemacht? Das anhand der fünf Handlungsfelder auch geclustert haben, also sprich Menschen, Technologie, Prozesse, Rahmenbedingungen und Daten. Diesbezüglich wirklich mal geguckt haben, okay, welche Erfahrungen können wir jetzt grundsätzlich bei Pilot- oder bei BIM-Piloten, BIM-Projekten mitnehmen und was ist dort eigentlich,
genau passiert, was können wir eigentlich jetzt daraus evaluieren. Und beispielsweise ist eine Erfahrung bei dem Anwendungsfall 10, Bestandserfassung und Modellierung, konkret für das Handlungsfeld Menschen, dass wir halt eben sagen können, okay, nur weil ich jetzt ein 3D-Modell mache, heißt das jetzt nicht, dass ich deswegen direkt einen besseren Bestand habe und eine bessere Bestandsaufnahme habe. Wenn ich bescheidene Bestandsunterlagen, eine bescheidene Informationsquelle habe, um halt eben mein Bestandsmodell zu erstellen, dann wird mein Bestandsmodell nur nicht dadurch, also nicht dadurch besser, dass ich es in 3D plane mit weiteren semantischen Informationen, weil die Informationsquelle grundsätzlich immer noch schlecht ist. Dementsprechend muss das halt allen Beteiligten klar sein und dementsprechend ist das eine wesentliche Erfahrung, die wir glauben, die wichtig ist hervorzuheben. Und darüber hinaus noch als letzten Unterpunkt Anschauungsmaterialien zur Vermittlung von Anwendungsfällen in Form von PowerPoint-Präsentationen und Kurzvideos, die halt im Wesentlichen ein anderes Medium sind, um halt eben diese Inhalte des Steckbriefs, der Umsetzungsempfehlung, des Prozessdiagramms als auch des Lessons Learned zu vermitteln und einen Eindruck zu geben. Warum ist rechts dieser Pfeil noch mit bereichsübergreifend und bereichsspezifisch? Weil die Idee halt eben die ist, dass ein Steckbrief möglichst allgemeingültig, verkehrsträgerübergreifend gültig ist und verwendbar ist. Im Idealfall halt eben auch im Hochbau als auch im Infrastrukturbau. Und darüber hinaus aber dann, sobald ich tiefer in die unteren Kaskaden, die unteren Ebenen dieser Pyramide gehe, halt mehr und mehr spezifisch werde. Also sprich wirklich, okay, eine Umsetzungsempfehlung ist halt für eine Straße eine andere als für die Bahn oder für eine Wasserstraße. Vor allen Dingen natürlich, wenn ich irgendwann wirklich in den Hochbau gehe. Und ganz unten bereichsspezifisch das Lessons Learned ist halt wirklich mal, was wir jetzt gesammelt haben, ist Lessons Learned explizit zu Straßenvorhaben, wo wir halt einfach mal gesammelt haben, was sind die Informationen, was sind die Erfahrungen, die wir grundsätzlich zur Verfügung stellen können und wollen. Wir haben aber auch noch ein zweites Rahmendokument bearbeitet. Das ist nämlich das Datenmanagement, das heute nicht zu kurz kommen soll. Auch dort wieder das Best Practice aus unseren Pilotprojekten aus BIM Hamburg verwendet, um darauf basierend zu arbeiten, aber in dem Kontext jetzt nicht ausschließlich auf der Handreichung von BIM for Infra, sondern vor allen Dingen auf Basis von geltenden Normen und Richtlinien, die halt eben wirklich betrachtet wurden, evaluiert wurden, okay, was können wir mitnehmen, wie können wir das nochmal herauskristallisieren, eben im Kontext von Datenmanagement, um daraus eben dieses Rahmendokument Datenmanagement erstellen zu können. Und auch hier wieder, wie ist der Einstieg in dieses Dokument? Es ist wieder gleich der Überblick zu den Rahmendokumenten. Wie ist das Ganze eingebaut zu den sonstigen Dokumenten des Masterplans im Kontext der Musterrichtlinie? Als auch eben wieder eine Management Summary. Worum geht es? Was ist der Kurzinhalt? Also man erkennt diesen Wiedererkennungswert, der zieht sich durch alle Rahmendokumente. Aber hier halt eben vor allen Dingen der Fokus, okay, was ist denn eigentlich Datenmanagement? Was bedeutet das direkt vorweggestellt? Was ist die Definition von Datenmanagement? Als auch die Überlegung oder beziehungsweise der Einbezug, okay, welche wesentlichen Normen und Richtlinien haben wir denn eigentlich in diesem Rahmendokument und welche sind explizit zu berücksichtigen? Und haben aber dann explizit gesagt, okay, was heißt denn das jetzt nach diesem Intro, nach diesen Normen, was bedeutet das Datenmanagement? Und dieses Rahmendokument Datenmanagement teilt sich auf in zwei Teile. Nämlich in den ersten Teil, der wirklich sich fokussiert mit Datenaustausch in BIM-Projekten beschäftigt, wo es ja wirklich darum geht, okay, welche Austauschszenarien und Anforderungen hat man eigentlich in einem BIM-Projekt? Sprich, Anforderungen, wie muss jetzt zum Beispiel ein Fachmodell geliefert werden oder soll eigentlich die Lieferung in Form von Koordinationsmodellen erfolgen, als koordinierte Summe von verschiedenen Fachmodellen, je nachdem. Darüber die Überlegung, okay, wenn wir jetzt mal wirklich von Informations- und Datenarten sprechen, das ist mal bezogen auf diese ersten 8 priorisierten Anwendungsfälle. Was haben wir denn eigentlich für Austauschformate und Eingangsdaten an Liefergegenständen? Was kann man da erwarten? Was sind die Eingangs-, was ist im Idealfall bei den Eingangsdaten vorhanden und wie sollten Liefergegenstände eben aussehen? Und dann darüber hinaus, bei BIM-Projekten wollen wir möglichst mit offenen Datenaustauschformaten arbeiten, dementsprechend einen Überblick zu bekommen, mal grundsätzlich, was sind offene Datenaustauschformate, wie ist da der aktuelle Stand und für welche Bereiche ist es grundsätzlich in der Anwendung. Da halt, wie gesagt, ein Versuch, einen Einblick zu geben. Wir behalten uns vor, dass diese Liste jetzt nicht komplett ist, aber einfach mal so, okay, was sind jetzt die wesentlichen Formate, mit denen wir dort eben Berührungspunkte haben. Und dann darüber hinaus den zweiten Teil des Rahmendokuments Datenmanagement, nämlich das Thema gemeinsame Datenumgebung, dem einen oder anderen auch bekannt als Common Data Environment, wo halt grundsätzlich das Thema ist, okay, was ist eigentlich die Definition einer CDE, was sind diesbezüglich eigentlich die grundsätzlichen Ziele und was sind die Anwendungsbereiche, um welche Datenstrukturen, Klassifizierung geht es eigentlich, Eignungscodes, beispielsweise Metadaten oder zum Beispiel Nomenklaturen.
oder aber halt eben auch ein anderes Thema des Datenflusses. Okay, wie werden jetzt eigentlich denn Daten zur Verfügung gestellt? Ab wann, wie agiere ich hier? Die ISO 19650 spricht hier von vier verschiedenen Status beispielsweise, mit in Bearbeitung geteilt, veröffentlicht und archiviert. Wir halt wirklich auch gucken müssen, okay, in welchem Status ist es eigentlich, welche Datei, welches Dokument und wie wird hier gearbeitet. Und darüber hinaus auch mal dieses Thema Datenschutz und Datensicherheit. Welche Anforderungen haben wir eigentlich? Auch bezüglich mal so Stichwort Cloud-Sicherheit. Und zu guter Letzt möchte ich gerne noch mal auf ein Kernstück des Rahmendokuments Datenmanagement kommen, nämlich eine detaillierte Anforderungsliste für verschiedene Funktionsstufen einer CDE, die halt sehr umfangreich ausgearbeitet wurde. Als eigene Darstellung nach der DIN-Spec, die heute Morgen auch bereits einmal angesprochen wurde, wo halt wirklich in Form von verschiedenen Funktionsstufen, drei Stück, wirklich mal entsprechend verschiedener Funktionen im Kontext verschiedener Kategorien geguckt wurde, okay, welche Funktion, wenn ich eine CDE betrachte, ist eigentlich entspricht einer Minimalanforderung, muss mindestens vorhanden sein, entspricht einer erweiterten Anforderung, wäre grundsätzlich gut, wenn sie vorhanden ist, entspricht eben dieser Stufe 2 für eine CDE, wo man halt schon mal sagen kann, okay, was ist schon mal nächstes Mal schon mal ein Level weiter, aber trotzdem bereits jetzt möglich, je nachdem wie komplex und welche Anforderungen vor allen Dingen aber auch eine CDE für mein jeweiliges Projekt oder meine Organisation bestehen. Und darüber hinaus aber auch die dritte Stufe, wo wir halt wirklich ein bisschen, wo wir in die Zukunft schauen, was für Anforderungen haben wir eigentlich zukünftig an dieses Thema. Und damit möchte ich eigentlich auch den Impuls gerne beenden und mit Ihnen und meinen Kollegen in die Diskussion gehen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.